Scheiße, warum haben wir den Verteiler nicht gleich bei Loxon 24 gekauft? Hallo an alle Loxoperten da draußen. Ich war auf einer Kundenbaustelle, ich sag's euch, das glaubt es nicht. Was da teilweise verbrochen wird bei so Loxon-Installationen, es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen will, wie es da ausgeschaut hat im Verteiler. Weil wer Loxon 24 kennt, der weiß, dass wir Kabelporno machen in unsere Verteiler. Die sind richtig geil. Kunde hat mich angeschrieben an loxoperte@loxon24.de, hat gesagt, Richard, ich schaue deine Videos, kannst mir du bitte helfen? Bei mir in der Installation geht überhaupt nichts. Der Elektriker, der kennt sich nicht aus, der ist nicht mehr erreichbar. Meine Schwiegereltern wohnen in derselben Anlage, da ist auch der Miniserver zuständig. Bei uns geht die Heizung nicht gescheit, jetzt wird's kalt. Ich weiß nicht mehr, was ich sonst machen soll. Dann haben wir da einen Videoanruf gemacht auf WhatsApp, der hat mir das gezeigt. Dann haben wir kurz in der Config gemeinsam reingeschaut und dann war für mich klar, Freunde, da ist einiges in der Verkabelung schiefgegangen. Und nachdem der aus Oberösterreich war, habe ich gesagt, hey, hör zu, ich komme vorbei und dann richten wir das. Und das Schönste war, dass er gesagt hat, wenn du ein Video machen willst, dann passt es für mich. Und da schauen wir jetzt rein. Das ist ein Zwei-Parteien-Haus. Da gibt es einen Miniserver, das hier unten ist der Hauptschaltschrank im Erdgeschoss. Und dann gibt es oben noch zwei weitere Schaltschränke. Da hat es diverse Probleme jetzt gegeben auf dem Tree-Ast und auch vereinzelt, und das sind ganz blöde Fehler, auf dem Link. Wie soll denn der Link funktionieren? Der Link ist in Serie geschalten, das heißt einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und hier ist schon mal was komisch gewesen. Das eine ist einmal, dass hier noch der DI-Extension, hier der Link nach oben geht und der landet dann hier auf so einer Klemme. Und diese Klemme hier geht auf die orange Leitung von drei Kabeln. Und dann habe ich oben geschaut, wie es oben aussieht und habe dann gesehen, das sind zwei Tri-Kabel. Die wurden verwendet, damit ich nicht nur das Tri-Signal, sondern auch den Link auf die Schaltschränke verteile. Hier sehen wir, dass das orange verwendet wurde. Das finde ich schon mal optisch nicht schön. Und was viel gravierender ist, weil innen ist ja trotzdem nur Kupfer, ist, dass hier beide Schaltschränke angefahren werden. Ich nehme euch kurz mit nach oben. Das ist jetzt einer der beiden Unterverteiler. Und da sehen wir, kommen wir hier mit dem Tri-Kabel von unten. Das ist da das 50er Rohr von hier. Da gehen wir hier auch wieder auf so eine Klemme und da verwenden wir eben das Orange für den Link. Ich gehe hier auf die erste Relais-Extension, dann auf die nächste. Eigentlich müsste man ja, wenn man von hier jetzt weitergeht zum nächsten Schaltschrank, also zum dritten, müssten wir von hier weitergehen. Aber wie wir unten schon gesehen haben, gehen wir unten mit dem Link quasi sternförmig auseinander. Das ist einmal ein gravierendes Thema. Hier haben wir jetzt den letzten Schaltschrank, da gibt es nur noch eine Relais-Extension und das fahren wir auch hier über dieses Drehkabel an. Was wir jetzt machen ist, dass wir vom Verteiler unten gehen wir mal mit zwei blau-weiß gedrillten Kabeln hoch, dann gehen wir die Extensions durch, dann gehen wir wieder runter und dann gehen wir von unten in diesen Schaltschrank und dann haben wir wirklich das Ganze in Linie verdrahtet. Und das sind ganz blöde Fehler, weil der Link hat an und für sich funktioniert, nur hin und wieder haben Probleme aufgetaucht. Und das kann daher kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel zentral die Beschattung fahre. Und da haben wir gesehen, gibt es einige Relais-Extensions, dann wird sehr viel über den Link übertragen. Relais-Extension 1 macht das auf, das auf, das auf, das auf. Relais-Extension 2 macht das auf, das auf. Und in so einem Fall kann es dann eben passieren, dass da Fehler auftreten, wenn viel Kommunikation am Bus ist. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir hier neben den beiden Schaltschränken, die wir hier anfahren, das ist was ganz was Gemeines, nehmen wir auch noch ein normales Tri-Kabel vom Dachboden und das schließen wir auch auf dem Link an. Und wenn man dann oben die Präsenzmelder angeschlossen hat, war das Fehlerbild, dass dann der ganze Link in die Knie gegangen ist. Na klar, wenn ich da das Produkt anschließe, das zieht man dann den Link runter. So, jetzt haben wir gerade das erste Kabel durchgezogen, das haben wir doppelt genommen. Da fahren wir einmal jetzt von hier von der letzten Extension hoch zum ersten Schaltschrank, zum linken und fahren vom linken wieder retour. Und dann fahren wir jetzt hier, habe ich gerade mit der Einzugsfeder durchgefahren, fahren wir jetzt in den letzten Schaltschrank, wo wir dann auch den 120 Ohm Widerstand reingeben. Ich weiß, dass man normalerweise nicht den Rangierdraht auf diese Art und Weise in das gleiche Rohr verlegt, wie jetzt auch 230 Volt Kabel, ist auch klar. Keine Sorge, ich darf da nochmal hin und dann werde ich ein geschirmtes Kabel mitnehmen. Ich entblöße mich der Schande in den Kommentaren, ich hatte keins dabei. Für den Moment war es einmal wichtig, dass er das Licht ausschalten kann über den Taster und dass er funktionierende Heizung hat. So, jetzt haben wir da mit beiden Kabeln, wo wir von unten raufkommen. Gehen wir jetzt einmal, fangen wir hier an,
gehen dann von der Relais-Extension zu der und dann bei der gehen wir wieder runter und unten fahren wir jetzt dann zu dem letzten Schaltschrank. Das ist jetzt hier so 120 Ohm Widerstand, der ist bei der Verpackung vom Miniserver mit drinnen, also da bitte aufpassen, aber den nicht verliert. Wenn ich unterschiedliche Verteiler habe mit unterschiedlichen Netzteilen, unten im EG, drüben noch einer und hier der, dann muss ich schauen, dass ich das Minus der Netzteile untereinander verbinde, weil sonst kann es sein, dass dessen 0 Volt anders sind als die 0 Volt vom EG-Verteiler. Und gerade beim Link, ich glaube, der geht auf 5 Volt, nagelt es mir fest, kann es da schon einmal passieren, wenn die Netzteile nicht alle miteinander verbunden sind, am Minus, dass da Probleme gibt. Und jetzt könnte man natürlich einen eigenen Draht ziehen für ein Minus und alle miteinander verbinden. Oder, wie man es hier gemacht hat, man verbindet den Minus auf das PE, also auf die Erdung. Und wenn man das bei allen Netzteilen macht, dann nennt sich das PELF. Und mit dieser PELF-Installation ist eben über die Erdung der Minus auch verbunden, der Ground. Ihr verzeiht mir, dass ich jetzt kein sauberes Bildschirmaufnahme und so mache, weil ich da so eine Link-Diagnose mache, ist da alles jetzt grün. Das war vorher orange und teilweise sogar rot. Aber das passt jetzt, das ist jetzt sauber. Jetzt haben wir allerdings immer noch ein Thema auf dem Tribus. Und ich habe jetzt schon einige Kabel getrennt. Und jetzt versuchen wir gerade, dass wir den Fehler eingrenzen. Da sieht man dann immer, wie viele Pakete wurden gesendet und wie viele sind davon verloren. Da sieht man 100% verloren. Da sieht man 0% verloren, ist trotzdem orange, also irgendein Fehler ist da erkannt. Da alles rot, teilweise grün, teilweise am selben Kabel grün. Der Strang hier im Erdgeschoss, 0 ist EG, der passt. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo gibt es da Themen. Und da machen wir es jetzt so, jetzt geben wir mal alle Kabel weg und geben dann das erste dran und schauen, ob die dann alle online und grün gehen. Und dann gebe ich das nächste und schau, ab wann fängt es an, dass es Probleme gibt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es an diesem Kabel ist. Was anderes ist mir noch aufgefallen, hier bei den Stellantrieben, ich würde da eigentlich immer Schlaufe lassen, wo einfach Reservekabel ist und dann gehe ich zum nächsten. Wenn du einmal irgendwie an den hingehen musst und den runtergeben musst, kannst alle runterreißen und dann ist schwierig, dass ich das wieder sauber auflege. Und das sind so Schneidklemmen, so V-förmige. Und da drücke ich quasi das Kabel rein und die schneidet sich dann so rein. Sieht man da. Und da gibt es ein geeignetes Werkzeug, das ist auch bei jedem Miniserver oder jedem Tri-Extension dabei. Und mit dem kann ich das anpressen. So, jetzt haben wir alle Stellantriebe nochmal neu reingedrückt. Und jetzt sehen wir, dass da einige von denen grün geworden sind und trotzdem sind noch einige gelb. Dem Projekt nehmen wir nur eine einzige Tri-Schnittstelle her, die vom Miniserver mit den 50 Geräten. Und da kann es schon sein, dass du, wenn du irgendwo auf einem Produkt einen Fehler hast, dass du dir die komplette Tri-Linie ziehst. Und jetzt haben wir die alle nochmal sauber nachgedrückt. Jetzt haben wir fast alles grün. Wir haben da noch einen Stellantrieb, der noch orange ist oder gelb ist. Aber da kommen trotzdem alle Pakete durch. Das heißt, das ist wahrscheinlich noch ein schlechter Kontakt vom Kabel. Das werden wir nochmal nachpressen. Dann haben wir einen Stellantrieb, der ist ein bisschen komisch. Der ist komplett offline, verliert alle Pakete. Wenn ich aber Rechtsklick identifizieren auf den Störantrieb mache, dann macht der was. Also dann müssen wir das nochmal anschauen. Und sonst passt alles. Da ist es jetzt so, da habe ich das Kabel jetzt nochmal nachgezogen und neu abisoliert, weil ich gehe mal davon aus, dass der Vorgänger das nicht mit dem Loxom-Werkzeug gemacht hat, sondern mit einem Schraubenzieher und dass wir deswegen da Kontaktprobleme gehabt haben. Das ist geil. So. So passt. Der Klingeltaster für da die erste Wohnung ist auch nicht gegangen. Dann habe ich geschaut, war er am N angeschlossen, der da, und nicht auf dem L. Das war dann eine leichte Geschichte. Jetzt kann ich euch nur ganz kurz eine DALI-Geschichte zeigen. Wir haben da DALI-Extension und mehrere dieser DALI-Dimmer. Das sind so ganz kleine DALI-Driver, 25 Watt haben die, Phasen-An- und Phasen-Abschnitt. Und die werden über DALI, über den Bus versorgt und haben dann da noch die 230 Volt und kannst dann direkt eine Lampe anhängen. Und bei DALI ist so, da gibt es eine Adresse, ich glaube von 0 bis 63, genau. Und wenn ich da auch jetzt eine Lampe anklicke, dann sehe ich, das ist die hier. Und so kann ich da auch unterschiedliche DALI-Typen einlernen. Da gibt es dann RGB, schaltbar, nur dimmbar und das erkennt er dann automatisch da von der, vom Gerätetyp. Und ist eigentlich ganz cool. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an den Kunden, dass wir das Video auch veröffentlichen dürfen. Und wenn du dir jetzt denkst, bei mir zu Hause, da passt auch irgendwas nicht. Kann da mal irgendwer über die Programmierung schauen? Vielleicht mal die Diagnose-Tools benutzen, zum Nachsehen, ob da alles sauber verdrahtet ist oder nicht?
oder du erst in der Planungsphase bist und sagst, ja, ich möchte aber jetzt nicht, dass ich auf irgendwas verzichten muss, nur weil ich ein Kabel nicht gezogen habe oder keinen Leerrohr vorgesehen habe oder die ganzen Fehler, die daraus entstehen, haben wir eh gerade gesehen heute, möchte ich alles vermeiden. Dann unterstützen wir von Loxom24 dich natürlich in sämtlichen Projektphasen, in der Planung bis hin zum fertigen Verteilerbau, bis zur Inbetriebnahme, Programmanpassungen, Optimierungen, Programmerweiterung, Einbindung von Wechselrichter, Wärmepumpe, Energiemanagement, Energieflussmonitor, pow, pow, pow. Meine Kollegen sind da noch viel, viel besser wie ich. Das wisst ihr. Den Schwächsten auf der Baustelle, den muss man vor Kamera stellen. Deswegen mit über 3000 Projekten Erfahrung seid ihr da bei uns in guten Händen. In jedem Fall Like-Button smashen, Kanal abonnieren, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hab nämlich schon wieder geile Ideen. Ciao, Servus und habe die Ehre.